Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Noch ein kleiner Nachtrag zu den Windows Deployment Services. Wer es weiß, die Installation per Netzwerk, da hat man also einen Windows Server, der eine Installationsimage bereitstellt, übers Netzwerk bereitstellt, was ein Client übers Netzwerk booten kann per PXE Boot und kann damit sein Betriebssystem sich auf die Festplatte holen. Das kennt man soweit. Man weiß auch, wenn man jetzt 2, 3, 4, 5 Computer zu installieren hat, das ist recht bequem. Je mehr Computer dazukommen zur gleichen Zeit, das ist der wichtige Punkt an der Sache, umso langsamer wird die Netzwerkgeschwindigkeit pro Client. Das heißt, die NIC des Servers hat beispielsweise 1 Gigabit. Und nun starte ich eine Installation von einem einzigen Client, dann steht dem einen Client auch tatsächlich das Gigabit zur Verfügung. Ich starte einen zweiten Client, der ebenfalls installieren soll, dann teilt sich dieses Gigabit schon durch 2. Mit jedem weiteren Client teilt sich die Bandbreite der NIC des Servers immer weiter auf. Das ist recht blöde, wenn man jetzt ganz viele Rechner zu installieren hat. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Sagen wir, wir hätten einen Klassenraum mit 30 Rechnern. Dann müsste ich 30 Installationen starten. Die Bandbreite würde sich also durch 30 teilen. Wie lange das dauern kann, das kann sich jeder selbst ausmalen, das wäre Wahnsinn. Da gibt es aber eine andere Möglichkeit, und zwar, der Server muss das nur ein einziges Mal senden und alle Clients empfangen das. Was ist das? Wie geht das? Das ist per Multicast. Das heißt, der Server sendet einmal raus und spricht damit automatisch alle Clients an. Und alle Clients bekommen dann die Installation zugeschickt. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich erkläre es am besten so, die Installation, also das Einrichten, das ist wirklich simpel. Man braucht ein DHCP, da richtet man einen Multicast-Adressbereich ein. Das habe ich jetzt hier mal gemacht, von 224.0.0.1 zu 224.0.0.100. Also genügend Platz für ausreichend Clients. Ja, hier ist ganz normal für meine Testumgebung. Der IP-Bereich ist jetzt nichts Besonderes. So, es werden also Multicast-Adressen vergeben an die Clients, sobald sie dann starten. Dann brauche ich natürlich den WDS. Jetzt habe ich das hier mal angelegt. Kann ich gleich dann vielleicht nochmal. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, das wollte ich jetzt ungern abbrechen. Wie üblich, das Image oder die Images, Entschuldigung, die Images reinholen, dann das Startabbild reinholen. Ja, und dann kann man sich schon sein Multicast anklicken. Einmal hier auf Multicast, dann Multicast-Übertragung. Dann geben wir uns einen Namen ein, My Multi, sagen wir mal so. Dann kann ich mir ja noch ein ganz bestimmtes Image aussuchen. Ich meine, der bietet sowieso aber alle an, die in dieser Gruppe sind. Das ist aber nicht schlimm. Ist bereits eine Übertragung okay. Man würde einfach diesen Schritten hier weiter folgen und die Clients dann einfach den PXE-Boot starten. Also wenn man die Installationsschritte durch hat, dann hat man hier diese Multicast-Übertragung als geplante Übertragung in wartend. Das heißt, der Server sendet jetzt erstmal noch gar nicht. Der steht erstmal nur bereit, bietet das Startabbild an, um das Setup zu starten. So, dann schauen wir uns mal eine VM an. Nehmen wir die hier. Und starten die mal kurz. Wir starten den Netzwerkboot. Ich habe mal ein kleines bisschen vorbereitet, damit man jetzt hier nicht so lange warten muss und jede Eingabe kommt. So sieht das dann aus. 1,
2. Ich habe also zwei eine Multicast-Übertragung für drei Clients gestartet. Da gibt es noch verschiedene Einstellungen, die sind selbsterklärend. Wenn man mal drauf schaut, dann sieht man das aber auch schon. Ich schieße mal hier ein bisschen rüber, dass man den Balken von dieser VM sehen kann. So, das ist jetzt die neue hier. Das ist jetzt quasi die dritte. Ja, wenn ich die jetzt also aktiviere, LocalNet. So, also wenn ich die jetzt aktiviere, dann sollte er mit der Übertragung auch schon beginnen. Man achtet jetzt so ein bisschen darauf. Einmal hier, der müsste jetzt gleich loslegen, sobald er merkt, dass der dritte da ist. Dann schauen wir mal rein. Vielleicht habe ich da jetzt etwas übersehen. So, Status online. Ach ja, genau so. Ach, man sieht es im Hintergrund. Die legen auch schon los, die Herrschaften hier. So, da geht es auch schon los. Jetzt beginnt der für alle die Übertragung. Den dritten kriege ich jetzt auch nicht mehr hervor. Begrenzt Platz auf dem Desktop. Vielleicht so ein bisschen. Und so kann man jetzt allen dreien beim Installieren zuschauen. So, also wie gesagt, der Server sendet jetzt ein einziges Mal raus. Und ja, alle empfangen das dann quasi auf einen Schlag. Das ist also jetzt absolut kein Ding. Die Bandbreite, die Netzwerkkarte, die ist nur ein einziges Mal mit einem Datenvolumen belastet. Und eben nicht von mir aus 30 Mal oder je nachdem, wie viel Rechner man installieren muss. Also es lohnt sich wirklich erst so ab 3, 4 Clients. Alles, was drunter ist, also so 2, 3, dann kann man sich das schenken. Das macht noch keinen Sinn. So. Ich pausiere das jetzt einfach mal bis kurz vorm Ende und dann schauen wir uns das dann mal an, wie es dann weitergeht. So, da sind wir also bei 98%. Das müsste jetzt eigentlich ganz normal weitergehen, wie man es kennt. Na, der erste legt schon los, der zweite, der dritte kommt jetzt auch. Da haben wir es. Ja, das ist es eigentlich, ne? Eine ganz normale Installation. Da passiert jetzt auch nichts Besonderes. Das ist jetzt Standard, was jetzt hier runterläuft. Ja, das Interessante ist eben gewesen, mit einer einzigen Übertragung gleich drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das ist schon. Also ich find's toll, ich find's prima. Spart Zeit und in einem großen Netzwerk ist es auch mal ganz nett, wenn man da nicht, wenn das Netzwerk nicht zugestopft wird. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß. Bis dann mal.